Ich stelle euch die besten Partyspiele vor. Wie ihr seht, jeder wird mal alt und schmeißt eine Feier in irgendeiner Art. Und ich habe hier für jeden Feiertypen was dabei. Seid ihr eher die, die in gemütlicher Runde feiern? Habe ich ein geiles Spiel für euch. Seid ihr eher die, die auch mal gerne einen dabei trinken? Habe ich auch das richtige Spiel für euch. Und die Dinger stelle ich euch jetzt in dieser Top-Liste vor. Bretman. Willkommen in der Feierbretthöhle. Ich bin Simon, aber Wayne, denn es gibt Dinge zu feiern und dafür muss man auch die richtigen Spiele parat haben, um eben auch auf der Feier was machen zu können. Wir starten mit den feuchtfröhlichen Spielen und gehen dann immer so ein bisschen gemachter unter, wo man dann sagt, hier hat man trotzdem immer noch eine Mordsfete, aber eben ein bisschen anders. Wenn ihr wirklich ein bisschen Alkohol fließen lassen wollt, dann kommen wir jetzt mal ganz platt mit dem ersten Game. OMG, das Partyspiel. Bei OMG, das Partyspiel, spielt ihr wirklich Wahl, Wahrheit oder Pflicht und habt hier sehr, sehr coole, auf Deutsch geschriebene Karten da drin. Ich werde sie euch jetzt hier nicht alle einzeln vorlesen, könnt aber wirklich davon ausgehen, dass bei dem Spiel die Packung Programm ist. Kein Mimimi, kombinierbar mit Alkohol, 30 bis 90 Minuten Spaß, das Partyspiel für Furchtlose. Und hier habt ihr wirklich super Auswahl da drin und ich sag's euch jetzt schon, das wird zu Lachern an dem Abend führen. Das wird euch ein bisschen, naja, eure Freunde ein wenig näher bringen und ihr werdet merken, ah ja, so tickst du also in Wirklichkeit und wenn Alkohol fließt, kommen noch so ein paar emotionale Dinge dazu. OMG, das Partyspiel hat für unfassbare Lacher gesorgt und kann man uneingeschränkt für jede Party, die ein bisschen feuchtfröhlicher vor sich geht, empfehlen. Wenn ihr weiter feuchtfröhlich bleiben wollt, dann solltet ihr mal einen Blick auf das Spiel Klatschen werfen. Und zwar ist das jetzt die White Edition, die Erweiterung des beliebten, ja, Kult-Trinkspiels Klatschen, was es eben auch als Brettspiel gibt. Und was tut ihr in Klatschen? Ja, jetzt wird es anspruchsvoll. In Klatschen habt ihr eben Karten, die legt ihr zu einem Kreis zusammen auf den Tisch und dann zieht jeder eine Karte und tut genau das, was da drauf steht. Es gibt nur drei Regeln beim Klatschen. Zum einen, ihr dürft niemals das Wort trinken, getrunken oder in irgendeiner Form aussprechen, denn wer das tut, muss trinken. Das Ganze wird in dem Spiel also Klatschen genannt, anstelle von trinken. Dann wird an Bord des Spiels niemals geflucht. Wer flucht, verdammte Axt nochmal, der trinkt. Und es wird mit links getrunken. Wer nicht mit links trinkt, der trinkt. Und dann zieht ihr eben eine Karte hiervon. Hier habt ihr jetzt das Phantom gezogen. Und das Phantom hat, suchet ihr aus den bereits gespielten Karten eine aus, die dann gespielt werden muss. Sollte die Phantomkarte einer der ersten fünf gezogenen Karten sein, spielst du nochmal eine neue. Okay, gucken wir, was haben die anderen denn schon gehabt? Hollywood, stelle eine Szene aus einem Film oder einer Serie nach. Wer den Film oder die Serie als erstes erkennt, hat Glück. Alle anderen müssen klatschen. Erkennt sie niemand, muss nur du klatschen. Und wie ihr gerade gehört habt, heißt Klatschen, ich darf es ja nicht aussprechen, ja? Und genau so geht es hier in die Runde, ja? Es kommen auch manchmal Dinge, dass ihr den Leuten, denen ihr zuletzt geschrieben habt, auf WhatsApp was schreiben müsst, aber ihr habt hier lustige Szenen, die auf jeden Fall den letzten Partymuffel aus dem Sofa treiben werden und mit Klatschen unfassbar Spaß an den Tisch bringen. Wer diese White Edition irgendwann mal durchgespielt hat, der hat mit Sicherheit Bock, eben auch noch die schwarze Box und auch das Brettspiel davon zu spielen. Super einfach, schnell mitgebracht, keinen Platz verschwendet. Klatschen, ein Party-Hit. Dann geht es weiter mit den Kampf gegen das Spießertum. Wer Cards Against Humanity kennt, der wird wissen, was in diesem Spiel auf einen wartet. Hier hat man wirklich in der BAM-Manier, was gleich ein nächster Hit ist. Denn in BAM habt ihr das ähnliche Spielprinzip. Das Ganze gibt es auch in der Fußball-Edition, wenn ihr eine Fußballfeier betreiben wollt. Und zwar reiht ihr Karten aneinander und einer muss entscheiden, welche davon ist die witzigste Karte. Bei BAM sind immer Lücken, also Lückenwörter da gefüllt. Ihr habt also immer nur Wörter und dann lest ihr eine Geschichte vor. Ein Helikopter flog über BAM und dann passierte das. Und dann müsst ihr daraus eine lustige Geschichte machen mit den Karten, die ihr auf der Hand habt. Bei Kampf gegen das Spießertum, was jetzt für mich eine neue Sache war, ist das Ganze ein bisschen kreativer gemacht. Hier habt ihr ganze deutsche Stories, ihr habt eine Shot-Erweiterung, ja, und Zusatzregeln, die da reinkommen. Ihr könnt Karten tauschen und da entsteht wirklich so ein kleines lustiges Spiel. Und diese Karten, also der Kampfvogel Verlag, hat hier wirklich auf Partyhumor gesetzt, was zu Stimmung am Tisch führt, wenn ihr dann die abstrusesten Geschichten hintereinander macht und der Rundenboss sich nicht mehr vor Lachen einkriegt und sagen muss, das ist mein Kampf gegen das Spießertum. Das ist die lustigste Story. Und ganz wichtig, den Humor habt ihr eben schon erkannt.
auf der Box steht drauf, es ist nicht essbar, es ist nicht für Spießer, sondern es ist für feuchtfröhliche und stimmungsgeladene Abende gedacht. Obwohl auch hier muss der Alkohol nicht mehr zwingend fließen, denn Spaß bekommt ihr nämlich alleine. Wenn ihr diesen Spaß und diesen schwarzen Humor dann noch mögt, dann guckt euch doch mal verdammt nochmal an und hier könnt ihr euch in eurem Elend zusammensuhlen. Und zwar baut ihr hier eine Strecke der schlimmsten Dinge auf, die euch passieren können. Ich habe meinen Vater nackt gesehen. Uah, wie schlimm ist das? Das hat einen Wert von 21. Ist das genauso schlimm wie mein Handy ist in die Toilette gefallen? Und da müsst ihr das eben einreihen. Hier wird es jetzt ein bisschen sachter. Ihr habt eher dieses Kartenspiel-Ding, habt aber eine Menge schwarzen Humor mit verdammt nochmal. Und wo es weniger darum geht, das Spiel zu gewinnen, als Spaß zu haben. Aber hier feiert bitte nur mit Leuten ab 18 Jahren. Denn es ist eine Menge schwarzer Humor da drin. Jetzt kommen wir so ein bisschen runter. Die Stimmung ist zwar immer noch auf dem Höhepunkt. Und da kann man es dann mal mit einem Spiel versuchen wie Ensemble. In Ensemble müsst ihr euch zusammentakten und müsst in Dixit-Manier Karten raten. Und die anderen am Tisch, wenn sie dann eben nicht derselben Meinung sind, dass dieses Bild zu eurer Karte am besten passt, ordentlich schön haten. Da entsteht eine wunderbare Stimmung am Kartentisch. Und wenn die Leute euch das verzeihen, könnt ihr auch das super auf einer Party aufbauen, denn dieses Spiel ist eben spielbar von bam bam boom 2 bis 10 Mitspielern. Ich empfehle euch, wenn ihr die eine große Runde habt, dann spielt es auch mit einer großen Runde, denn hier ist Ensemble als ein kooperatives Spiel, wo keiner zum Schluss verliert, wo ihr euch aber gegenseitig einfach nur haten könnt, wenn ihr euch die unterschiedlichen Karten anguckt und sagt, das ist doch völlig klar. Ich zeige euch jetzt mal 2. Da habt ihr einmal den Strand mit der Schippe und ihr habt den Pizzakarton und ihr müsst euch einigen, 1 oder 2, wozu passt der Teddybär hier am besten? Wir gucken uns nochmal an, der Teddybär mit dem Cocktail oder der Eimer und die Pizza. Und dann sagt der eine, ja klar, der Teddybär sieht aus wie ein pizzamampfendes Monster, also passt die Pizza am besten. Und die anderen sahen verdeckt, nee, der Teddybär, der spielt doch am Strand. Und dann guckt ihr euch nachher an und seid euch nicht einig und sagt, was ist denn los mit dir? Wann hat ein Teddybär denn schon mal eine Pizza gegessen? So, und genau da kommt der Spaß da drinnen, wenn ihr dann das Lachen anfangt und ihr habt 10 Leute, die alle anderer Meinung sind und ihr kommt kein Level weiter. Ensemble. Ein super Partykracher. Und jetzt ganz zum Schluss, ganz leicht für diejenigen, die wirklich ein Spiel spielen wollen, ruhig, aber die Fete nicht auslassen wollen, noch ein alter Tipp. Und das ist Fiese Freunde, fette Feten. Der Name sagt schon, ich habe es hier in der Hunter und Kronen Edition. Das heißt, wer Hunter, Kronen, Pete und Alex gerne eben auch auf der Party vertreten haben möchte, ist hiermit besonders gut bedient. Was tut ihr? Ihr spielt eigentlich euer gesamtes Leben. Könnt endlich mal mit eurem besten Freund oder besten Freundin euch verheiraten und sonst welchen Schabernack treiben und ein Leben führen, wie es einem wirklich immer schon für euch gedacht war. Ihr wolltet immer schon arbeitsloser werden, dann könnt ihr in dem Spiel sogar dafür belohnt werden. Ihr wollt auf der Party der letzte Partyhengst mit 99 sein, dann könnt ihr bei Fiese Freunde Fetten Feten euch hier ausloben und mit ein paar Siegpunkten den Abend beenden. Für ruhige Partys, in denen fette Feten mit euren fiesen Freunden nicht ausgelassen werden dürfen, immer noch ein Dauerrenner und definitiv ein Tipp. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Party und wenn ihr noch mehr Kracher habt, schreibt sie unten in die Kommentare, da können die anderen sich die dann abholen und feiert schön. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.